Am Sonntagabend stand die Ernst-Grube-Halle in Freiberg im Zeichen des Handballs. Die zweite Mannschaft, der HSG Freiberg, empfing die Gäste aus Leipzig. Trotz der Niederlage im letzten Spiel war die Mannschaft positiv gestimmt. Nach dem Anwurf gehörte der erste Angriff den Gästen. Doch Daniel Markowski hielt souverän. Die Dachse konterten mit einem Schlag gegen Leipzig. Doch vergebens, dieser entwickelte sich zum Vorteil für die Gäste. So gelangte das 0:1. Davon ließen sich die Tabellenführer nicht unterbekommen und zogen zum 1:1 durch Erik Schönberg nach. Im Anschluss entwickelte sich das Spiel zum Vorteil der HSG. Mit tollen Handballspielen zogen sie an der SG LVB vorbei. Zwar versuchten die Gäste entgegenzuwirken, aber die Abwehr hielt stand. Nach und nach sahen die Zuschauer ausgezeichnete Konter und Treffer. Bis zum Treffer von Luis Bartsch, der sich beim Aufsetzen aus der Luft am Fuß verletzte und erst einmal behandelt werden musste. Die Dachse setzten Leipzig weiterhin unter Druck. Das spiegelte den Halbzeitstand wider. Mit einer Führung begaben sich beide Mannschaften in die Kabinen. In der zweiten Halbzeit erhöhten beide Teams das Tempo. Auch die Leipziger zeichneten ein stärkeres Spiel und setzten mit Treffern nach. Mit einer Leichtigkeit allerdings schoben die Freiberger dagegen und setzten zum Anschlusstreffer nach. Zunehmend konnten die Leipziger nicht viel unternehmen, um die starke Offensive zu halten. Die Minuten verstrichen und Pascal Naumann, auch Paco genannt, wechselte als Torhüter ein. Nur wenige Sekunden später und seine erste Glanzparade unter dem Jubel der Fans. Und es sollte nicht seine letzte sein. Wie eine Wand setzte er sich mit Blockaden gegen die Gäste ein, ein Augenschmaus als Handballfan. Die HSG baute den Abstand weiter aus, durch die Schlussphase, die geprägt war von 7 Metern. Mit einem Endstand von 30:22 sicherten sich die Dachse die Spitze der Tabelle weiterhin. Ein Lauf, der, wenn es nach dem Trainer geht, weiterhin anhalten solle. Wir bleiben am Erfolg dran und berichten von weiteren Spielen in Zukunft.